I think we played better last night than we did tonight. Holy shit. How come? Well, my wife came, so I was trying to impress her, you know. Shaking my ass a little more, you know. Yesterday. Yeah. And today the impression was over. You had your first quarrel and you thought, fuck it, yeah? Yeah, it's like, I'll play bad. So you take your wife and the kids on tour? Yeah, I got my son Joey with us and Trey and his family are without. Also? Yeah. So it's a real family. That's why the family, what the family room is for. Yeah. Does that work all right on tour, or is that a hustle? So this is the second day and so far it's been okay. It's been like clockwork. It's, you know, it's like I have Joey and Trey has Ramona. Right. Joey, Ramona. That fits definitely. Also, wir haben die Jungs gefragt, wie es bisher gelaufen ist. Wir haben sie in Köln gesehen. Hamburg war wohl ihr bestes Konzert. Das war am Tag davor. Da meinte Billy Joe, er hätte sich besonders angestrengt, weil seine Frau zu Besuch gekommen ist. Am nächsten Tag hat er schon arg nachgelassen. Und generell ist der Touralltag hauptsächlich bestimmt durch die beiden Kids von Billy Joe und seinem Bandkollegen. Billy Joe hat einen Sohn. Also wenn man bei denen in die Garderobe kommt, sieht es jetzt ganz anders aus als noch vor einem halben Jahr. Die haben zwei Garderoben. Jahr. Die haben eine Familiengarderobe und eine Bandgarderobe. Sah alles aus wie ein Müllhaufen und jetzt sieht das mehr so aus wie ein Wohnzimmer oder Kinderspielzimmer. Ja, mit Wickelraum und Wickeltisch und so weiter. Also das war schon unglaublich. Also du hältst dich da hinten auf, das ist alles normaler Rock'n'Roll wie immer. Dann gehst du durch so eine Tür und plötzlich stehst du in so einem Kinderhort und da sind nur so Spielgeräte. Die Mamas sitzen da irgendwie mit so einem Babysitter und machen Der Runner schleppt ohne Ende Pampers herbei. Und je nachdem, welches Elternteil da ist, schleimt man sich eben ein und ruft wie aus dem Gesicht geschnitten und so weiter und so fort. Tatsache ist, Billy Joe hat sein Kind Joey genannt und das Mädel aus dieser Truppe heißt eben Ramona. Und das ist alles den Ramones zu Ehren. Joey Ramone und Ramona. Die Ramones haben auch ein Lied, das über Ramona geht, ist ja ganz egal. Alles dieses jetzt zu Ehren der Ramones. Und das ist von den Ramones selbst. 1000 Takte Tanzmusik. Das waren die Ramones, wie gesagt, heute ausschließlich Musik aus Amerika, diesem großen, weiten Land, weit weg von hier. Und eine Band, die da gerade auch tierisch abräumt, sind Weezer. Und wenn man diese kleine Verspätung einrechnet, mit der bei uns hier immer alles ankommt, könnte man davon ausgehen, dass es für die bei uns auch bald ziemlich abgehen wird. Allerdings? Ja. Was wolltest du sagen? Ja, jetzt sind die Ramones wieder vorbei. Ich wollte sagen, es sind so viele neue Gruppen da in Amerika, aber die Ramones bleiben für mich immer noch die größten. Das hast du schön gesagt. Weezer sind eben auch nicht schlecht. Hier ist in the Garage. What's your personal favorite of all songs? Of yours? And do that one also? Oh, my personal favorite? Yeah. Let's see. Oh, this next song is a song called 80. Green Day, 80. Und immer wenn ihr eine Stimme irgendwas auf Englisch bzw. amerikanisch reden hört, dann ist es Billy Joe Armstrong, der hochlebe das Klischee uns auf einer Toilette Rede und Antwort gestanden hat. Und ich denke, dass Green Day heute den Schwerpunkt der Sendung ausmachen, weil die Fahnenträger der Bewegung sind. Ja, eine halbe Green Day Sondersendung, eine ganze Sondersendung bekommen hier nur Bands, die es mindestens schon seit 20 Jahren gibt. Mit anderen Worten, wir Beatles freuen uns alle auf die Deep Purple-Sondersendung. Deswegen heute nur eine halbe Sondersendung für Green Day, weil wir haben sie vor anderthalb Jahren zum ersten Mal getroffen, hatten sie ungefähr 2 Millionen Platten verkauft und waren voll okay. Dann haben wir sie im Dezember letzten Jahres nochmal getroffen, hatten sie dann doppelt so viel Platten verkauft, waren immer noch okay. Jetzt haben wir sie wieder getroffen. Und sie haben noch mehr Platten verkauft, hast du vergessen. Ja, aber sie sind ein bisschen dick geworden. Finde ich nicht. So wie ihr da drüben. Aber neben Green Day gibt es auch noch andere Bands in Amerika, die sich lohnen, dass man sie sich anhört. Und einer davon ist ein Bracket. Wer mag das sein? Achso, Entschuldigung.
Was? Bracket. Ja, Bracket. Und die Scheibe heißt Four Wheel Vibe, also die neueste von ihnen. Die ist wirklich gut. Und die ist wirklich klasse und daraus hören wir jetzt den Titel Tractor. Wie ist das letzte Treffen dann jetzt ausgegangen? Waren die jetzt immer noch okay oder nicht? Ja, ich bin ja unterbrochen worden. Dann machen Leute wieder blöde Witze und man hat sich eine lange Rede ausgedacht und man kommt dann nicht zum Ende. Ja, sie sind immer noch okay. Was machst du denn gerade? Spielen wir den ganzen Tag hier Platten von dir. Heißt das, dass wir diesen guten Song ruinieren müssen, ja, weil ihr wissen wollt, was los war? Cool. Früher waren sie dünn und okay, heute sind sie dick und okay. Wir können das Lied auch nochmal von vorne anfangen. Danke, das ist alles, was ich wissen wollte. Okay, das machen wir jetzt. Ja, das war wieder mal Green Day. Diesmal mit einer Nummer von ihrem neuen Album Insomaniac. Und das Lied hieß Panic Song. Als wir Billy Joe getroffen haben, haben wir ihn gefragt, was er denn von neuen hochkommenden Bands in Amerika hält, wie Offspring oder Rancid, was er von denen hält und wie er die findet. Und was er dazu meint, hören wir uns jetzt mal an. What do you think about Rancid? Oh, they're good friends of mine. Yeah? I've got nothing but good things to say about them. And, I think how many records do they do in America, round about now? I don't know. I hear them on the radio a lot, and I hear them, their video gets played. And I hear them, their video gets played a lot on MTV, so... Right, so they're more or less partners in crime with you than, definitely more than Offspring or anything. Oh yeah, I'd say, definitely say that. You gotta keep them tight and braided. Ja, das waren Rancid, persönliche Freunde von Billy Joe Armstrong. Sie kommen aus derselben Stadt wie Green Day. Und sie haben offensichtlich ihre musikalischen Kenntnisse nur bei Clash abgeguckt. Also wer das Original kennt, der muss sich schon irgendwo ärgern. Aber letzten Endes ist es vielleicht besser, Rancid machen Clash nach, als dass sie Take That nachmachen. Ansonsten sind all diese amerikanischen Platten schon in 150.000-facher Version von Londoner Bands zu hören. Allerdings auf Vinyl und die Scheiben kratzen halt ein bisschen mehr, weil sie schon 15 Jahre alt sind. Ist ganz egal, ja, Amis beuten England auf eine super coole Art aus. Die Kids, denen ist es scheißegal. Wir hören gleich noch einen Poser, der heute zum Rock'n'Roll-Toten der Woche erklärt wurde. Auch nur ein Arsch, der versucht hat, die Beatles nachzumachen, indem er durch Visionen 10 Jahre vorher erfahren hat, was sie später spielen würden. Das Rock'n'Roll Mausoleum. Zum Glück hat keiner. Der Tote der Woche. Keiner von uns hat eine Platte von dem Wichser, also müssen wir es live in seinem Spirit rüberbringen. Ladies and Gentlemen. Helm ab zum Gebet! Mr. Elvis Presley. Kommt, wenn wir uns jetzt alle konzentrieren und die Hände zusammenfassen. Er kommt persönlich zu uns herunter. Er wird zu uns sprechen. Ich spüre ihn. Er ist da. Er ist in diesem Raum. Cocktail-Ecke. Und ich kann euch auch etwas vom King erzählen. Es war in New York, natürlich.
1949, als ich Elvis zum ersten Mal getroffen habe, Elvis ist auch bekannt als kleines süßes Schleckermaul, gab er mir sein spezielles Rezept für einen New York Flip, also ein lieblicher, süßlicher Flip. Das geht folgendermaßen. 3 CL Bourbon Whisky, 2 CL Portwein, 2 CL Sahne, 1 CL Zuckersirup und ein Eigelb. Alles schön zusammenmixen, besonders das Eigelb gut durchschlagen, ihr wisst, Salmonellen und sowas. Dieses Ganze mit Eis zusammen in einem Shaker, kräftig, sehr, sehr kräftig schütteln. Ich wiederhole, kräftig, sehr kräftig. Und jetzt der Knaller ganz zum Schluss. Sobald sich dieses Getränk in eurem Glas befindet, etwas geriebene Muskatnuss drüber streuen. Das ist der Kick an der Sache. Ähnlich wie beim Kartoffelpüree. Kartoffelpüree schmeckt eigentlich auch erst richtig mit einer kleinen Prise Muskatnuss. Und das hast du dann 1949 mit Elvis schon getrunken, ja? Den New York Flip. Habe ich das richtig verstanden, Willi? Das ist richtig, ja. Ganz richtig. Erstaunlich. Ich habe ihn probiert. Ist nicht so ganz mein Ding. Okay, das war's. Wir hören gerade aus Mexiko Elvis mit seiner LP Gracias Land und dieses Stück heißt Horatres Azulis. Tja Leute, also jetzt sind ungefähr 45 Minuten vergangen und wir haben eigentlich alles gespielt, was man aus Amerika kennt. Also da gibt's schon noch ein paar. Ja? Das waren All übrigens. Ja, und wie nannte sich das Stück, Breiti, du kleiner Klugscheißer? Ne? Die Leute fragen danach, was das für Bands sind, weil das war ein sehr gutes Lied. Ja? Das war's und auch. Dann wollen die auch wissen, was das obwohl, für eine Band ist. Obwohl, man muss fairerweise zugeben, also All ist keine neue Band mehr. Also die haben schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Ja, also natürlich. Man muss heute waren schon ein paar Bands dabei, die schon ein paar Jährchen haben. Ja, ich finde das ja auch okay. Ne? Wir haben am Anfang der Sendung mal gesagt, wir spielen nur neue Musik. Das wollte ich jetzt nochmal. Nein, ich glaube, wir haben der Korrektheit halber. Wir spielen Musik aus Amerika. Naja, nee. Da hast du recht. Neue Musik aus Amerika. Aber genau. Wenn du dir Green Day ansiehst, so gut die Jungs sind, sie spielen 55 Minuten, sie strecken auch mit alter Scheiße zwischendrin. Sie müssen irgendwelche Einlagen geben. Die neue Platte ist 32 Minuten lang. Ja, ich meine, ich wäre der Letzte, der was hat gegen Bands, die es schon länger gibt. Also wenn man ich glaube, ich habe, als ich letztens über den Karlsplatz in Düsseldorf lief. Jungs. Ich hab da gar nichts gegen. Es gibt auch reife neue Platten machen. Breiti. Auch wir werden wieder eine Platte machen. Ihr könnt ja nicht mal eure privaten Auseinandersetzungen. Ich möchte jetzt kurz mal verschieben. Wo sollen wir denn sonst austragen, wenn nicht im Radio? Ich möchte was sagen. Dann sag doch was. Du sagst ich bin letztens über den Karlsplatz gelaufen. Toll. Da ging ich an diesem Grabbelstand vorbei, du Arschgesicht. So war deine Sänfte beim Typhus. Weißt du, direkt um die Ecke bei diesem Friseur. Du meinst diesen Redlight, bei dem du dir für 5 Mark deine scheiß Haare machen lässt, Breiti. Ja, und da habe ich am Gabelstand diese Neuentdeckung gefunden. Hackfish. Irgendwo aus Dallas, Texas in Amerika. Und dieses Stück heißt Happiness. Und das ist sogar noch aus diesem Jahr. Die Plattenfirma hat dir das zugeschickt. Die Nummer gerade war auch von diesem Jahr. Kannst du dir ganz zu Hause bei dir anhören. Ja, super gut, Mann. Wer hat das denn mitgebracht? Das ist ja genial. Das hört sich ja überhaupt nicht nach Grabbelkiste Karlsplatz an hier, Willi, wa? Ja, also ich gehe jetzt nicht mehr über den Karlsplatz. Fantastischer Song, ein fantastischer Song. Toll, das war ganz neu, ne? War ein ganz neues Lied. Mein lieber Breitkopf, du bist hier nur mit irgendeinem Scheiß angekommen bisher, ja? Abgesehen davon... Finde ich nicht. Du hast eben keinen Geschmack, keine Ahnung, was weiß ich. Das hat mir ein Mensch mit so einer Frisur, ich muss mal ganz ehrlich sagen, das ist nicht Thema dieser Sendung. Das Thema ist Amerika und das hat mit, Moment, wir können das Thema schnell mit deiner Frisur verdammt wenig zu tun. Seine Frisur, oder deswegen bin ich auch nur beim Radio gelandet. Wo ist denn diese Musical? Kuddel, hast du die Platte mit dem Hair-Musical da drüben? Dann lass doch mal eben, bis wir die rausgekramt haben. Breiti, für dich gibt's gleich dein Lied. Lass mal eben bis dahin Pausenmusik spielen. Bad Religion. 21st Century Digital Boy, Bad Religion. Nicht gerade eine neue Band, aber besser als Bruce Springsteen. Ja, die werden auch immer besser, finde ich, je älter die werden. Überhaupt besser als Fritz-Musik. Ist doch besser, als fast den ganzen Tag für ein Gedudel läuft, oder? Das muss man doch mal sagen. Auch gut. Wenn wir es uns nicht anhören müssen eigentlich, den ganzen Tag, weil wir sind ja nicht immer wir hier. Wir wissen eigentlich gar nichts. Wir doch mal von was, wovon wir nichts... keine Ahnung haben. Vielleicht sollten wir lieber gehen. Wie immer. Wir sollten die Schnauze halten und gehen. Ne? Wir sollten einen stillen Titel suchen von einer alten Band. Alte Säcke, alte Band.
aber immer noch das Beste, was Amerika zu bieten hat. The Dickies aus Kalifornien, Just Say Yes. Ich möchte mich verabschieden und entschuldigen für diese anderen Menschen, die hin und wieder mal ans Mikrofon gehen, aber ich kann nichts dafür. Es ist ein Vertrag, an den habe ich mich zu halten. Macht's gut. Vielleicht komme ich nächste Woche alleine. Man weiß ja nie. Den Vertrag möchte ich mal gerne sehen, ob da auch drin steht, wie viel Redezeit hier jeder hat. Du kannst gerne mehr reden, du. Ich bin sicher, ganz Berlin und Potsdam und Brandenburg wartet darauf. Nee, ich will nur, dass du weniger redest. Ich will wie viel gar nicht Zeit mehr haben reden. Wir denn noch? Ist das denn wahr hier? Müssen wir diese Zeit so arm überbrücken? Ja, und es sieht so aus. Das ist scheiße. Breit, die sagt, du doch mal was. Nee, ich lass dich jetzt voll hängen. Erst drängst du dich vor, dann wollen wir mal weiter. Genau jetzt sehen, ob du mich hängen lässt. Aus der Situation. Dann würde ich eben über deine Frisur. Ciao, ciao. Besucht uns einfach beim nächsten Hosenkonzert. Hey! Die Toten Hosen live in der Berliner Deutschlandhalle. Mittwoch, 22. Mai 1996. Und nicht vergessen, ewig wert am längsten eure Toten Hosen. Immer wieder gerne präsentiert von Frei!